Heute sage ich wieder mal guten Abend, Buonasera. Die Sonne ist schon fast hier im Untergehen begriffen und ich habe einen Pineapple Ananas Golden Sweet von Del Oro, also des goldenen Paradieses auf der Erde. Product of Costa Rica, Del Oro is a trademark, Standard Fruit Company, Steamship Company, also Donaudampf. Fahrtsgesellschaftskapitän ist es nicht, sondern ist die internationale, verstehst? Und neben Piraterie, neben Menschenhandel, neben vielen Kapitalmarktproblemen auf der Erde und dem Nuklearwaffen, Verteilungsprogramm und viele Probleme gibt es, verstehst? Habe ich auch eine Filmempfehlung heute wahrzunehmen. Heute geht es nicht um Walt Disney, sondern ich habe mir gedacht, so wenn ich diese Pineapple, also diese Ananas aufschlage, aufmache, so ähnlich wie eine Kokosnuss ausschauend und ich das schöne Gefährte, das mir immer Freude bereitet, an meine Kindheit erinnert, in Italien und so weiter, Spanien, da hatten wir so zum Fischfahren, verstehst? Da hatten wir manchmal so Autobusse, die man nur treten musste, verstehst? Da hatte kein Motor drin. Und von Ape bis zu Santissima, von Piaggio. Und wir hatten in Österreich dann, als ich wieder zurückgekommen bin, diese Buchsteuergeräte, die eben so ähnlich waren. Ich hatte einmal zu 3000 Schilling, das entspricht zu 200 Euro, eins gekauft von einem Gärtner, der heute noch Gärtner ist, über mehrere Jahrzehnte, also seinen Betrieb erhalten konnte, einer der wenigen, und hat mir ähnliche Gefährte. Also auf drei Räder. Aber es ist aber schnell gegangen. Das haben wir nachts sind wir gefahren. Zu dritt haben wir uns reingeklemmt in so ein kleines Automobil. Udine oder Verona. Das war schön. Verstehst? Die Knabenjahre. Und das sagte ich, das hat mich heute erinnert an diesen Start United America. Verstehst? Diesen Filmbeitrag. Der hat geheißen Verschollen. Ich glaube, Director, also Regie geführt, glaube ich, hat Robert Zemeckis. Also mit Tom Hanks war das, verstehst? Castaway, verschollen. Schön, verstehst? Das abgestürzt. Also Chuck Noland hatte geheißen, da nirgendwo, verstehst? Verstehst, dass Nunca Digas Hamas oder Not Nunca Digas, Nunca Hamas sagt niemals nie, dieser Jedermann oder dieser Niemand. Also der kein, verstehst, der jeden eigentlich repräsentieren könnte in dieser modernen, hektischen Welt, ob sein Manager wäre oder ob sein Express-Zusteller wäre oder sonst eine Tokio-Leiche. Jeder könnte das sein auf dem ganzen Erdball, in der Moderne, verstehst? Und Tom Hanks nennt sich hier Noland und spielt einen Ingenieur. Also un ingegnere della Federal Express, not aziende di spedizione merci. La sua vita lavorativa, seppur molto frenetica, la paga e lo stimola ad avviare nuovi punti di smistamento internazionale. All'inizio del film lo vediamo in Mosca. Also der Film beginnt in Moskau. Und er spielt einen Handelsreisenden, der so wie Manager fungiert und ein höherer Gesandter Federal Express ist. Daher niemand, also daher jedermann. Und Chuck Nolan, Tom Hanks, Helen Hunt, Kelly Fraser, Leonard Satcher, Fyodor, David Allen Brooks, Dick Patterson, Semyon Suratikov, Nikolai und Peter von Berg, Juri, Dmitri, Botran, Lev und Nick Sage, Stan und Larry White von Bettina Patterson. Doppiatori Italiani, also die Doubles, die in italienischer Filmgeschichte da gemacht waren, wurden von Angelo Marchi, Chuck Nolan, also gemacht, und Frank D'Amato, Kelly Fraser. La Fotografia di Tom Burgess und Montage Arthur Schmidt, verstehst? Und diesen Film habe ich öfters angeschaut, hat mir sehr gut gefallen. Castaway, verstehst? Castaway, der Verschollene. Das Artefakt samt Kinder, samt Artefakt abgestürzt, alles verloren. Seine Frau, seine Freunde, seinen Beruf, all seine Möglichkeiten. Und plötzlich landet er. Und das Einzige, was er essen könnte, sind jetzt die Leichen, die treiben, verstehst, auf der Insel. Und grausliche Eiterleichen von alten Männern, verstehst, grauslich. Und da denkt er sich, ja, wie kann ich überleben? Und das Einzige, was er findet, aber er hat kein Werkzeug, sind so Kokosnüsse und Ananas ein paar.
Und ja, dann sag er, Naufrago, è una pellicola statunitense di 2000, der hier vor Roberto tratta cerca della luce di un hombre per sopravvivere in un'isola deserta, in mezzo dell'enorme Oceano Pacifico, e volver alla civilizzazione. Was sein Gedanke wäre, als er in dieser Pazifik abstürzt, noch einmal zurückzukommen zum Leben, los Enlaces Externos zu finden, los Premios und in diese industrialisierte Welt, in die zivilisierte wieder zurückzufinden, aus dieser Insel. Aber er weiß ja nicht, er ist mitten gestrandet, nachts, verstehst, im Pazifisch, im großen Ozean. Verschollen sozusagen, cast away, weggespült, weggeschwemmt, weggestrandet, verstehst? Die Insel Monuriki, der Drehort, verstehst, der meisten Szenen, die Cookinsel. Die weltberühmten, verstehst, 500 Meilen vom Floß weggekommen, 600 Meilen südlich der Cookinsel liegend, ungefähr, verstehst, ein wunderschöner Drehort, ähnlich wie bei Alfred Hitchcock oder bei Klaus Kinski, verstehst, Castaway. Und dabei will ich es belassen.